Hallo liebe Hochspielefreunde, heute haben wir für euch Espresso Doppio, ein Spiel für zwei Personen, Alter 8 bis 99 und dauert ca. 30 Minuten. Und das Schöne ist, es sind halt echte Espresso-Tassen drin, das heißt der Verlierer kann dem Gewinner dann im Anschluss gerne einen Espresso ausgeben. Hier seht ihr das Spielmaterial von Espresso Doppio. Der Tischläufer wird zu Beginn zwischen den beiden Spielern ausgelegt, dann gibt es die Untertassen, die Tassen, den Löffel in verschiedenen Farben. Es gibt 16 Aufgabenkarten, jeder Spieler bekommt zu Beginn 8 davon, legt dann gleich 3 Karten davon aus, um die verschiedenen Aufgaben zu erledigen, um dann halt hier diese Kaffeebohnenpunkte zu sammeln. Zu Beginn werden jetzt diese Gegenstände auf dem Tischläufer verteilt. Das geht immer abwechselnd, man beginnt mit den Untertassen, dann die Tassen und dann die Löffel. Spieler A nimmt zum Beispiel diese Untertasse, Spieler B nimmt diese, verteilt die hier hin. Dann geht es wieder abwechselnd weiter, so dass dann, jetzt kommen die Tassen dran, diese einzelnen Gegenstände auf die einzelnen Felder verteilt werden. Wichtig hierbei ist, dass diese immer unterschiedliche Farben haben dürfen. Das heißt, es darf nicht die dreimal die gleiche Farbe oder zweimal auf dem gleichen Feld liegen. Der Spielablauf ist jetzt wie folgt. Die drei Karten sind jetzt ausgelegt von jedem Spieler. Er weiß also ungefähr, wie er diese Gegenstände bewegen oder verteilen muss, damit er die Aufgaben erledigen kann. Das heißt, der Spielablauf ist folgendermaßen: Man bewegt oder vertauscht Gegenstände und dann hat man noch zweimal die Möglichkeit, die Gegenstände zu vertauschen und zu bewegen. Das ist dann optional und am Schluss eine oder mehrere dieser Karten zu werten. Spieler A könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bewege diese beiden und setze die hier drüben hin. Wichtig ist, es darf immer nur jeweils ein Gegenstand auf diesem Feld liegen. Das heißt, ich hätte jetzt nicht den Löffel mitnehmen können, um ihn darüber zu bewegen, weil hier der Löffel schon liegt. Das heißt, ich muss den Löffel da liegen lassen. Beim Vertauschen ist es so, dass man entweder ein oder mehrere Gegenstände von einem Feld mit dem eines anderen auf einem anderen Feld vertauscht. Das heißt, man kann einen Gegenstand von einem Feld nehmen und diesen mit zwei oder drei Gegenständen des anderen Feldes tauschen oder umgekehrt. Das heißt, der Spieler A nimmt jetzt diese Dinge hier und vertauscht sie einfach mit diesem Löffel. Dann nimmt er diesen Löffel und vertauscht ihn mit dieser Tasse. Damit hat er seine drei Aktionen erfüllt und kann jetzt in die Wertung der Karten übergehen und schauen, ob er das alles erfüllt hat. Hierbei ist zu beachten, man darf die Karte einmal immer um 180 Grad drehen. Das heißt, wenn sie jetzt so gelegen hätte, würde ich sie einmal um 180 Grad drehen, um halt genau diese Aufgabe erfüllt zu haben. Das heißt, die Farben stimmen mit den Untertassen überein. Das heißt, ich kriege hier einen Bohnenpunkt. Hier bekomme ich nochmal einen Bohnenpunkt, weil ich diese drei Farben nebeneinander liegen habe. Das passt also auch. Hätte ich jetzt nochmal eine Aktion mehr möglich, hätte ich dann noch diese beiden Dinge vertauschen können und hätte hier sogar nochmal drei Punkte machen können. Spieler B hat jetzt durch einfache Möglichkeiten, durchs Vertauschen, nochmal richtig die Möglichkeit, Punkte zu machen, indem er einfach zum Beispiel diese beiden Gegenstände schon vertauscht und dann diese beiden. Dann kann er sogar schon zur Wertung übergehen. Das heißt, er hat für die Löffel in der richtigen Reihenfolge, wie es hier ist, schon mal zwei Punkte gemacht. Und hier die Tassen, die keinen Untertassenlöffel haben, hier hinten auch nochmal zwei Punkte gemacht. Die Karten gehen dann zur Seite, sind ja erfüllt. Es geht dann die nächste Runde, das heißt, es werden wieder neu drei Karten ausgelegt. Die Runde endet dann, wenn die 8 Karten durchgespielt sind. Das ist aber auch so, dass wenn der erste Spieler die 8 Karten durchgespielt hat, endet die Runde. Das heißt, der andere Spieler, wenn er dann noch Karten zum Ziehen hat, würde er die nicht mehr ziehen oder ausführen, weil dann die Runde zu Ende ist. Und dann würden diese Karten wieder gemischt werden. Die beiden Spieler würden sie vertauschen, sodass man dann halt die Karten des Gegenspielers hat. Und die neue Runde beginnt auf die gleiche Art und Weise. Und auch dann, wenn die 8 Karten durchgespielt sind, endet das Spiel. Wer am meisten Kaffeebohnenpunkte dann zum Schluss hat, hat dementsprechend gewonnen. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der im zweiten Durchgang noch nicht alle Karten gewertet hat. Es gibt dann auch noch eine Solo-Variante für das Spiel. Das heißt, man nimmt sich diese 16 Karten, man deckt 3 Karten auf. Das Spiel wird natürlich genauso aufgebaut wie im ersten Beispiel. Dann muss man sich 3 Bohnen nehmen. Und jedes Mal, wenn man jetzt einen Gegenstand tauscht oder bewegt, muss man eine Bohne abgeben. Das heißt, wenn ich jetzt das hier drüben hinstelle, muss ich eine Bohne abgeben. Kann aber jetzt schon gucken, ob ich irgendwas werten kann. Und das wäre dann in dem Fall, dass ich hier eine Wertung nehmen kann. Ich darf mir also einen Bohnen neu dazu nehmen. Die Karte kommt aus dem Spiel und ich würde wieder eine neue Karte ziehen. Das Spiel endet jetzt, wenn ich zum Beispiel alle Bohnen abgegeben habe und keine Bohnen mehr habe.
Oder wenn ich es tatsächlich geschafft habe, alle Karten durchzuspielen. Wenn man dann alle Karten durchgespielt hat, dann kann man in eine Wertung gucken, was man erreicht hat. Bei 0 bis 6 Kaffeebohnen trink lieber weiter einen Tee. Bei 7 bis 10 Kaffeebohnen für einen Filterkaffee reicht es. Bei 11 bis 13 Kaffeebohnen, du weißt, wie man einen italienischen Espresso-Kocher bedient. Bei 14 bis 15 Kaffeebohnen, dich kann man sogar an die Profi-Espresso-Maschine lassen. Bei 16 und mehr Kaffeebohnen, ein wahrer Barista. In der Spielanleitung sind auch alle einzelnen Karten nochmal ausführlich erklärt. Das heißt, man kann wirklich immer nachschlagen und sieht sofort, was bedeuten die Karten, was muss ich da erreichen oder verschieben, damit ich da Punkte sammeln kann. Ja, das war dann Espresso Doppio. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Spiel, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.